Ja, hier bei uns zeigen wir die gipslose Werkstatt, 3D-Design, also das digitale Fertigen in der Orthopädietechnik. Wir zeigen das hier an Beispielen von einem handgeführten 3D-Scanner, den wir hier stehen haben. Okay. Damit arbeiten wir. Das heißt, das, was wir sonst mit Gipslongetten gemacht haben, das Abformen von Körperteilen, machen wir hier mit diesem handgeführten 3D-Scanner und digitalisieren so die Extremitäten, um damit eben Unterschenkel-Orthetik-Versorgung zu machen, Rumpf-Orthetik-Versorgung damit durchzuführen oder zum Beispiel auch TT-Versorgung. Ich kann das am ganzen Körper einsetzen. Ich kann da zum Beispiel auch Gesichter mit scannen, um Narbenverbrennungsversorgung damit abzudecken. Man spart Zeit, man spart Geld. Ja, die Gipsmodelle fallen weg, das ist schon genau das richtige Stichpunkt. Wie gesagt, wir sind dabei, das zu digitalisieren und dann werden die Modelle aus Hartschaum in verschiedenen Raumdichten eben auf der CNC-Fräse, auf 5-Achs- und auf 7-Achs-Modell Fräsen gefräst und darauf wird dann später gearbeitet. Das ist halt der Vorteil, dass man eine Reduzierung der Lagerkosten hat. Ich habe eine nachvollziehbare Modellierung, so wie ich das hier schon sehen kann. Ich kann alles genau nachvollziehen, ich kann mir meine Schritte in der Modellierung abspeichern, kann das auf neue Versorgung auch wieder drauf ansetzen und bin so dann dabei, noch einmal Zeit zu sparen und diese ganze Individualität, die ich von meiner Person da reinbringe, auch auf andere Sachen zu übertragen. Okay, klingt spannend. Wie geht es denn dann weiter? Wie kommt der Techniker dann an sein Modell? Ja, sobald der Techniker dann fertig ist mit Modellieren, wird die Datei exportiert. Okay. An eine E-Mail angehängt mit einem individuellen Maßblatt, was er ausfüllt. Das Ganze schickt er dann zu uns in die Servicefertigung und wie gesagt, dann fräsen wir die Modelle und schicken die dann auf dem Postweg zu unserem Kunden, dass er darauf arbeiten kann, wie gewohnt. Sehr spannendes Thema. Wie ist da der Einstieg für einen Techniker? Wir bieten verschiedene Module an, dass man erstmal mit den Basics anfängt bei dem Scannen und bei dem Modellieren. Dann kommt eine Lernzeit, wo der Techniker das im Sanitätshaus anwendet und dann fahren wir direkt raus zu dem Kunden, machen mit ihm zusammen Versorgung, bauen darauf auf, dass er immer mehr die komplexeren Werkzeuge hier in der Software lernt und dann umsetzt, weit an, genau, umsetzt und anwenden kann. Ja, perfekt. Auf geht's in die Zukunft.